Oh shit, Leute, sagt mal, die Wolfshöhlen, die müssten wir auch nochmal abchecken jetzt wieder, wa? Oder ist die Jute noch da? Die Jute war noch drin in der Kiste. Okay, dann war das noch vor dem Backup. Okay. Ich hab sie ja, das war ja im Stream. Stimmt, genau, ich habe im Stream noch ein Backup gemacht, stimmt. Ich habe sie nämlich noch umgeräumt, die Jute wieder. Du musst auch nach dem Backup noch einen Stream gehabt haben, weil es war auf jeden Fall jemand im Gebirge oben bei der Mutti und das waren du und Senpai am Ende. Genau. Außer es war, oder Deka, das weiß ich nicht mehr. Nee, es war noch im Stream, war das, da waren Deka, da waren Senpai und ich noch im Stream. Also ich hatte ja im Stream dieses Backup gemacht, das war 23:30, glaube ich. Und dann danach waren dann schon ganz viele Leute wieder weg. Und dann waren Semper und ich bloß noch da und dann haben wir gesagt, dann komm, lass uns doch schon mal die Base vorbereiten, dass wir schnell hinporten können und da auch was zu essen, zum Heilen und so weiter rumzuliegen haben. Ja, also wir haben 24 von 50 Jute. Okay. Wir haben 50 Fenrir Haarbüschel, 5x Ulf-Trophäe und 8 Krallen. Okay. Also 8 Klauen. Decker ist übrigens gerade dabei, wieder neu einzuloggen und grüß dich, Fenrir, schwer zum Gruße. Moin, schwer zum Gruß. Gruße. Da wird's schwer. Ja, zum Fuße. Achso, Robin. Also mit Gold können wir uns jetzt totschmeißen. Nicht mehr lange. Wir sind bald auf irgendeinem Level. Robin, kennst du sowas, dass OBS dir sagt, dass du 34%, ich pack mir gerade am Kopf, ausgelassene Frames hast, aber dein Chat sagt, es läuft alles flüssig. 34 ist ein bisschen hart, aber ich sehe gerade, OBS macht bei mir auch schon wieder Spacken. Das macht's aber schon seit ein paar Wochen. Ich hatte vorhin aber, wo ich OBS geöffnet hatte, eine Info von OBS eingeblendet bekommen als Extrafenster, dass die hart am Arbeiten sind und die probieren und die bitten um Entschuldigung, aber ich hab's mir nicht durchgelesen, was war auf Englisch. Ja, bei mir auch. Und da habe ich mir schon gedacht, so bitte nicht, Alter. Ich habe jetzt auch weniger als 1% ausgelassen. Nee, alles gut. Bei mir sind es 32,7, jetzt geht's wieder runter. Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber auch erstaunlich hohe Auslastung bei Valheim schon wieder. So, irgendwas haut da immer noch nicht hin mit den Grafikkarteneinstellungen bei mir. Also wir haben 12.000 Gold. Gut, ich starte mal Valheim. Es nützt ja nichts. So, Luftabwehr haben wir jetzt gebaut in unserer Hütte. Habt ihr schon ein Portal da? Ja. Jo, dann möchte mich endlich mal rüberkommen und nicht hier immer im Lager hin und her laufen. Ich weiß nämlich, was ich zu tun habe jetzt. Welches Portal wäre es denn? Mutti? Ja, das dritte von Mutti und dann gehst du in Mutti Lift rein, dann bist du ganz oben. Also Portal Mutti. Achso, das habt ihr jetzt umgesetzt, das Mutti-Lift, okay. Ah ne, es war vorher, Winterlift war es vorher, ne? Jetzt bin ich gerade wahrscheinlich wieder ins Falsche gerannt, da kam mir gerade einer. Nee, ist hier bei uns. Okay. Du bist richtig. Wir sind aber ganz schön wenig heute, irgendwie. Sieben oder acht. Acht Leute müssten wir werden, Basti fehlt noch. Nee, Benni. Benni, nicht Basti. Kai und Benni. Ja, Kai und Benni bloß noch, das waren acht Leute. Wo glaube ich nicht glaube, dass Benni kommt. Er hat sich nicht abgemeldet. Wenn er sich jetzt diesmal wieder nicht abgemeldet hat und nicht erscheint, dann fliegt er raus aus dem Projekt. Das habe ich ihm angedroht. Ja. Aber wir haben uns ja schon drüber unterhalten. Ja. Das... Aber das müsste jetzt passen, Kaffe. Ja. Es schaut nicht schön aus und ja, Meere, ich schäme mich auch dafür, was ich da zusammengezimmert habe. Du weißt, ich kann es ein bisschen besser. Aber es geht einfach nur um die Luftabwehr gegen die Drachen für unsere Kiste und alles. Ja, besser als nichts. Sagen wir es mal so. Das ist nicht die Hütte, die Senpai und ich gefunden hatten. Die war sogar noch eine Hütte. Naja, die haben wir jetzt halt gerade aufgestellt. Weil das am nächsten da kommt. Weil wir sind halt hier, kommst du gleich direkt runter zur Mutti und bist noch ein bisschen durch dieses Stein-Ding hier geschützt. Dass die nicht gleich zerlegt wird, wenn da drei oder vier... Schmiede aufgeräumt? Sorry, Moment mal. Hackt der Michi bei euch auch ab? Nein. Ja. Okay. Ich hab sie aufgeräumt. Ja. Vielen lieben Dank. Würde gern geschehen. Bei mir hakt Michi aber auch ab. Ja. Okay, gut. Robin. Dachte schon. Haskemo, grüß dich. Fanginger. Ja. Ich habe eine kleine Änderung unten in deiner Schmiede gemacht. Ich habe zwei Kisten für Nägel hingestellt. Alles klar. Apropos Nägel.
Haben wir ausreichend Material für insgesamt 4 Schiffe? Weil ich glaube, wir hatten immer was für 2 Schiffe vorbereitet, ne? Ja, du brauchst, was brauchst du? 100 Eisennägel pro Langschiff, ne? Genau, wir hatten, glaube ich, immer zu wenig Eisennägel gehabt. Ich. Was ja jetzt kein Problem mehr sein sollte. 8 haben wir. Scheiße, okay. Warte mal. Ach ja, das Eisen ist ja noch nicht transportiert. Eisenbarren. Ja, also ich würde jetzt beigehen und würde mir das Schiff schnappen, was hier ist. Und würde mich damit schon mal zum Sumpf teleportieren. Wir brauchen das Eisen, ist eigentlich unwichtig. Wir sollten mal schauen, dass wir die ganzen Eier von der Base rauf ins Gebirge kriegen, weil das ist nämlich darum eine Riesenbatscherei. Genau, dass wir 4 Schiffe haben, pro Schiff, ein paar Eier drauf. Chat läuft ja. Das immer noch richtig, das irritiert mich hier. Die Eier sind doch schon drüben. Das macht richtig. Die Eier sind schon drüben? Das ja, die haben wir das letzte Mal mit den Schiffen rübergefahren im Stream. Das ist aber doch da, wo Gaffer und ich Dekam mit dem Boot gekentert sind. In der Ebene. Sind nur deswegen 2 Eier. Ist das. Nee, hier drüben in der Base, unten, sind die ganzen Eier, die wir das letzte Mal mitgebracht hatten. Die müssen aber noch durch den Sumpf und alles hochtransportiert werden. Hier in den Kisten. Das sind 2 Kisten voll mit Eiern, die jetzt hoch müssen. Außerdem, warum bin ich mitgekentert? Ich war gar nicht mit mehr auf dem Schiff. Warte mal kurz. Ich bin weiterhin dafür, dass wir ein Schiff schnappen und dass wir einfach von unten bei Portal Mutti, also da, wo es dann zum Portal Mutti Lift geht, da wo jetzt die anderen Eier liegen, mit den Schiffen einfach mal nordwärts rumfahren, denn wir hatten oben schon markiert, dass da überall Ozean ist, das sind bei und ich, das haben wir von Weitem gesehen. Wir müssten dort durchkommen können. Das würde schneller gehen, als wenn wir durch ein Gebirge, eine Ebene, einen Sumpf und noch ein Gebirge tragen müssen. Was ist denn da los, Alter? Also ich würde jetzt den Vorschlag machen, ich würde jetzt eine Tour mit Eisen holen und würde die einschmelzen. Dass wir Nägel kriegen. Nee, es dauert zu lange. Warum übersteuert ihr denn heute bei mir so krass? Was ist denn da los? Ich höre euch kaum, aber OBS sagt, ihr seid voll übersteuert. OBS sagt gerade ganz, macht ganz, ganz, ganz komische Sachen. Ich bin komplett im roten Bereich die ganze Zeit. Starte mal. Aber bei normaler Bitrate-Auslastung, wie immer. So, aber komplett, mach mal komplett PC-Neustart. Also soll ich. Ja, Leute, ich bin gleich wieder da. Jo. Ja. Soll ich jetzt also das Boot mit rübernehmen zum Mutti? Ist ja. Gleich. Ich fange gleich jetzt. So. So, das ist das. Dann gehe ich mal kurz da rein. Also Michi ist nicht böse gemeint gewesen, dass ich deinen Vorschlag jetzt komplett annulliere, aber es geht einfach schneller, glaube ich, wenn wir das mit dem Schiff da oben langfahren. Und vor allem decken wir auch eigentlich dann die Karte auf. Ich dachte, du wolltest möglichst wenig Karte aufdecken fürs Update. Das Update ist doch jetzt da. Groß. Nein, du weißt schon, das, was hast du gesagt gehabt, es soll doch irgendwann das nächste Update kommen. Das große mit Nebellande und ähnliches. Dann da hast du ja doch gesagt, wir sollen möglichst wenig aufdecken von der Karte. Dann haben wir ja immer noch ein Dreiviertel der Karte nicht aufgedeckt, wenn wir jetzt an dem Kontinent, den wir schon aufgedeckt haben, oben an der Küste entlang fahren. Weißt du? Es geht ja um die Landmasse, okay, die nicht aufgedeckt werden soll nach Möglichkeit. Hier wollte ich hin. Ja, deswegen habe ich mich hinten auch so weit zurückgehalten, dass ich wirklich nur den Sumpfteil aufmache. Und halt das, was am Rand lang gelaufen ist. Die Innenfläche habe ich komplett in Ruhe gelassen. So, jetzt habe ich hier noch ein paar Eisfälle gefunden. Ja, soll ich denn das Boot aufbauen und die ersten Eier reinschmeißen oder was? Mach das. Dann mach ich das. Haust du einfach mal die Hälfte der Eier rein, nicht, dass wir dann irgendwie doch noch das Schiff verlieren und die andere Hälfte ist weg. Ja, nee, alles gut, kein Thema. Ich habe übrigens, du hattest doch dieses Projekt da im Stream angesprochen. Du wolltest ja irgendwie, hatte ich das so im Kopf, mit Fenrir diese komische Aktion da machen. Schnauze. Ich hab nichts gesagt. Das habe ich nicht im Stream angesprochen. Also im Stream kam mir erst so ein bisschen eine Idee dazu, aber dann richtig offiziell euch gefragt habe ich nur über den Discord-Raum, wo kein Zuschauer mitlesen kann. Deswegen wird sowas auch nicht im Stream besprochen, bis es soweit ist. Nee, alles gut. So, Metall ist sauber. Dann gehe ich jetzt rüber zum Mutti-Portal, dann kann ich auch mit dir mitfahren. Oh. Also wir haben jetzt 2 Boote hier. Wunderbärchen. Hier ist schon das erste Schwarzmetall gelagert. Ich krieg wieder bloß ein Ei weg, wa? Ich muss aber erstmal noch 10 Holz
klopfen. Hab ich eine Axt bei? Nee, hab ich jetzt gerade nicht. Ich hab bloß nee, das zum Reparieren bei. Alles gut. Ich habe. Ach gut, es geht ja wirklich schnell, wenn wir es hier runtertragen, Mensch. Ist ja echt nicht weit. So, 105 Leben und 180 Ausdauer. Das ist echt nicht viel. Ach, hallöchen Troll. Werde ich doch mal switchen müssen, glaube ich. Hier liegen 15 Holz im Schiff drinne. Ja, ich hab jetzt alles gut. Aber der Troll, ne, der muss weg, der hat eine Keule. Eigentlich müsst ihr das Ei legen, wenn ihr schon am Gackern seid. Schreibt Leila näher. Robin, Vorsicht. So, ich bin wieder da. Jo. Sagt er jetzt, ist besser. Er spackt immer noch rum. Ey, warum ignoriert mich der scheiß Troll? Jetzt komm her hier! Der hat mal den Roten neu gestartet. Er startet jeden Tag eigentlich selber neu. Macht man auch und trotzdem muss ich meinen eben nochmal neu starten. Das ist da krieg ich die Krätze, danke Mera. Hast du den Troll noch am Wickel? Ja. Aber es läuft aber wenigstens nicht mehr weg. Hat er aufgegeben, ja? Ja. Hat zwar keine Ausdauer mehr, aber sein Schaden kommt einfach nicht durch bei mir. Mittlerweile. Ist auch schon mal gut. Ich lege jetzt seinen Kram, lege ich einfach mal in die Kiste da unten. Ich habe jetzt keinen Bock, mich schon wieder zurück zu teleportieren, weil ich jetzt schon wieder den Tag mal gefühlt. Ich nehm's nachher mit. Alles klar. Jetzt muss ich bloß die Base wiederfinden, nehmen wir die so lange, die da hinten steht. Ja, stimmt, die ist irgendwie noch nicht auf der Karte markiert, ne? Die kleine Base hier unten. Doch, ich hab ein Portalsymbol da dran. Ich nicht. Okay. Musste dich dann bei OBS beschweren, Alter. Ja, aber das hatten Gaffa und ich übrigens auch gehabt. Gaffa musste die teilweise wieder rausnehmen, wieder reinsetzen, Karte aktualisieren, sonst hat er das nicht gemacht. Okay. Also das Problem hatten wir, als wir die Dings übertragen haben. Okay, eigenartig. Ja, da hat er ab und zu ein paar Mal gesponnen. War ja sonst kein Problem, ne? Ne, vorher hat er das nicht so gemacht. So ein Käse. Aber jetzt scheint er sich zu fangen langsam. Wäre ja cool. So, zweites Schiff steht auch. Jo, bin schon fleißig dabei, Eier zu sortieren hier. Das sind Folgen vom Update. Ist bei vielen so. Ah, okay. Schreibt mir okay, gerade. Gut zu wissen. Ach nee, hier beim Server oder was? Ich dachte jetzt ja. OBS. Nicht OBS. OBS hatte ja kein Update gehabt jetzt. Wir hatten ja gerade das Thema mit den Markierungen auf der Karte und vorher hat man noch diese Riesensauerei mit dem Safe Game. Ah, okay. Aber also jetzt nicht Riesensauerei, sondern es ging erst nicht und das war eine Sauerei. Jetzt scheint's aber gerade flüssig zu laufen, hoffe ich. Weil jetzt bin ich im grünen Bereich und eben ist der richtig ausgeflippt, Robin. Weißt du, so rot, grün, rot, 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 grün, 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 gelb, rot, rot. Jetzt ist er aber durchgehend wieder im Grün. Ganz komisch. Eigenartig. Na, ich habe vorhin auch ein paar FPS-Drops vom Feinsten gehabt, eben weil meine Grafikkarte komischerweise um die 100% läuft. Heute. Bei Valheim. Das ist jetzt besser, ja? Ja, bei Valheim, ich weiß auch nicht. Also manchmal, da, ne, kannst du machen, was du willst. Ja. Da ist einfach scheiße. Pass mal auf, ich lock mich mal kurz aus. Ich gehe noch mal ganz kurz in meine Grafikkarten-Settings rein. Müssen wir dann auch? Nee, müssen wir nicht. Nee, müssen wir nicht. Ist ja nicht mehr. So, warte mal. Geht ganz schnell, Leute. Ich weiß ja mittlerweile, wo es steht. Es muss bloß laden. Da muss ich das einstellen. Ja, scheint es in Ordnung zu sein. Oder? Bis jetzt ist gut. Alter, wenn jetzt, dann dreh ich durch. Dreh ich durch. Wo seid ihr denn, Leute? Wir sind schon dabei. Also, Matthias und ich sortieren gerade die Eier rein in die Schiffe und Michi unten? Ist schon am Hochlaufen mit Eier. Ja, wir sind unten, ja. Achso, warte mal. Das ist Baustelle, glaube ich, ne? Nee, Mutti. Mutti, Portalkennung, Mutti. Da hast du drei Kisten draußen stehen und in der einen ist noch komplett voll mit Eier gewesen und die transportieren wir gerade runter zu den Schiffen an der Küste. Die war voll.
So, jetzt bin ich ja mal gespannt. 6 Stück liegen noch in der rechts äußeren Kiste. Aber vielleicht, Robin, liegt es daran, ich sollte mir vielleicht mal einen neuen Router bestellen, der ist jetzt 8 Jahre alt. Das könnte durchaus sein. Meiner macht auch langsam Alterserscheinungen. Aber was ich feststelle, ist, ich bin jetzt im Hauptmenü von Valheim und habe schon wieder 100%. 88 davon ist Valheim. Also irgendwas stimmt mit Valheim nicht bei mir. Ich habe mein Ei eingesammelt. Ja, okay. Ich hab's eingesammelt, ja. Wieso kriegen wir hier Schaden? Ja, weiß ich nicht. Sag du's mir. Nicht nett. Ich Idiot, ich war im falschen Spiel, das könnt's erklären. Ich habe für Mount & Blade gerade wieder was umgestellt. es ist einfach zu warm hier. Deswegen ist bei mir heute die Cam noch aus. Bei dir ist die Cam aus? Ja, ich habe Cam hat heute hitzefrei eine Bilddatei reingemacht heute. Es war mir zu blöd, hier zu sitzen und alle 2 Sekunden mir die Stirn abzuwischen, damit ich nicht so glänze. Ah, du kannst echt nur ein Ei tragen, Alter. Ja. Deswegen die Eineiigen müssen heute die 4 Milfs erledigen. Und schmeiß das eine Ei dann hinterher vor mir her. Ja, das mache ich nicht, das ist mir zu doof. Da bin ich schneller, wenn ich zweimal laufe. Ja, außerdem passt bitte auf mit so einen Spielereien. Wir hatten ja schon oft genug den Glitchers Sachen durch den Boden glitschen, ne? Ja, deswegen darf Henry jetzt gleich zu mir kommen und darf mir das eine Ei abnehmen. Ja, komm her. Bitte geht dazu in den Keller. ich rede vom Drachenei. Das ist Seifis Job. Terrorzwerg, vielen lieben Dank. 5. Monat schon. Dankeschön. So, jetzt muss ich mal kurz drum rein. Ja, jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Es läuft, Jungs. Ja. Wir packen die restlichen Eier in das andere Schiff. Jo. Hä, wo bist du jetzt hingeflogen? Wer? Habt ihr das gesehen, Chat? Du warst gerade bei mir in den Baumkronen. Oh, ja. So, jetzt starte ich nochmal das Spiel. Jetzt habe ich die Einstellungen vorgenommen, die ich gesucht hatte. Ich musste das Spiel erstmal hinzufügen. So, das war's. Eier sind alle aufgeladen. Das gibt's Scheiße. Was ist denn das, ey? Ich bin instant bei 100% bei Valheim. Ich habe die RTX 3060, hallo? Was soll das? Lailania, vielen Dank für dein Resub im 4. Monat schon. Dankeschön, vielen lieben Dank und willkommen. Henry, lass mal kurz an den Dings. Achso, ja, sorry. So ist gut, das müsste jetzt eigentlich genau aufgeteilt sein. Guten Abend dir. Robin? Moment, Isali sagt was am Arsch, Marek, auch wenn er es nicht sieht. Bonjour, grüß dich, mein Lieber, lange nicht gesehen. Da so, fliegt er weg. Mera hat's geklippt, sehr gut, da fliegt er weg. Ich oder was? Ja, wie du wegfliegst, ja. Achso. Deine Idee mit den Eiern mit dem Schiff zu fahren ist zwar echt gut vom Weg her, aber du bringst die Eier hier nirgendwo hoch. Ich bin hier gerade am Ablaufen, falls du siehst. Da ist zwar dunkel, weil du könntest anlanden, aber da geht senkrecht den Berg bis hoch zur Mutti. Ja, da sind keine Zwischenebenen. Du kommst da den Berg nicht hoch. Nimm die Spitzhacke und hau Ebenen rein. Das ging auch, das war Stufen reinhauen. Richtig. Genau. Das geht relativ fix. Du machst einen Schlag, das ist auch, du machst nur das einen einzigen Schlag. Bei Osur, weißt du? Du machst nur einen einzigen Schlag, springst dann nach oben und machst den nächsten Schlag für die nächste Stufe. Richtig. Ja, braucht man dann nicht. Ich hab nur leider keine Spitzhacke dabei. Okay, das ist natürlich schwierig. Ich auch nicht. Das ist ja ein Portal in der Nähe, ne? Michi, bleib da, wo du bist. Ich bin auf dem Weg. Ich hab eine mit. Ja, ich sag das nicht wundern. Ich bin gerade dabei, ein bisschen mit der Grafikkartenauslastung zu kämpfen, weil komischerweise jetzt seit dem Update, was die Woche kam, habe ich bei Valheim enorme Auslastung. Was hast du für einen Prozessor, Robin? Der Prozessor ist total gelangweilt. Du bist bei 35%. Kann natürlich auch wirklich sein, dass du hast ja auch so einen zusammengewürfelten, ne? Also nicht Komponente auf Komponente angepasst. Ja, aber ich habe nicht AMD und Nvidia gemischt. Ich hab jeweils anpassend, also kompatibel. Ich bring noch einen Golem mit. Komisch. Also das mit deiner Grafikkarte ist ja schon immer so irgendwie.
Na, jetzt komischerweise bei den anderen Spielen, andere Projekte habe ich jetzt hinbekommen. Mount & Blade mittlerweile 3% Auslastung Grafikkarte. 3%. Hallo Wayne, ich grüß dich. Hallo, mein Guter. Hat jemand einen Hafen gebaut? Aua. Habt ihr das letzte Mal noch irgendwo hier unten einen Hafen gebaut, Robin? Ich sehe es gerade nicht, ich bin noch nicht im Spiel drin, falls du es nicht mitbekommen hast. Ja, hallo, Wayne. Lörder, Drache. Ja, ich habe das Passwort eingegeben, liebes Spiel. Jetzt hat sich mein Spiel ausgegangen. Es ist Nacht. Nee. Boah, die Wand geht aber echt steil runter, oder? Michi, es kann sein, dass ich da Botting platziert hatte. So, jetzt bin ich endlich wieder im Spiel drin. Naja, es geht die Auslastung einigermaßen. Also im Hauptmenü ist echt ein Albtraum. So, da wo mich da hat die Mutter gelegt? Nee, da weiß ich nicht. Sauber. Vielleicht ja, wir haben es heute in Mal 4 vor. Michi, vielleicht sorry, Robin, wollt ihr nicht dazu. Vielleicht hat das noch jemand, vielleicht hat das jemand noch offscreen gemacht gehabt, eben weil wir ja sagten, wir wollen das mit dem Schiff dahin transportieren. Nee, Robin, das hatte ich letztes Mal angefangen gehabt. Ah. Ich war ja auf dem Land unterwegs gewesen. Ah. So. Nicht vergessen, Robin, du musst das PvP wieder anmachen, weil du musst es ja neu joinen. Sobald es dann mal geht. Abends sind, ich grüß dich. Alter, hey, Hesse! Grüße. Alter Sausack! Drecksack, Arschloch! Pimmel! Erstmal beschimpfen. Erstmal ganz wild beschimpfen, weißt du? Michi? Ja. Wo läufst du hin? Ich baue halt hier erstmal die Gegend ab, wo hier irgendwie was sein könnte, wo es am geschicktesten geht. Ach so. Also Spitzhack habe ich mit. Ja, heute wird die Drachenmutter mal 4 und das gleichzeitig gemacht. Wir werden so sterben. Schauen wir mal. Pfeile hast du gemacht, Robin? Jupp. Wir haben Giftpfeile, die wir eigentlich nicht brauchen, weil wir ja den Giftpfeile haben. Wir haben Obsidianpfeile, wir haben Feuerpfeile und es sind noch ein paar Stacks Eisenpfeile gefunden worden. Super. Warum kann ich mein PvP nicht anschalten? Ah, jetzt. Ja, es dauert manchmal ein bisschen. Man muss, glaube ich, irgendwie immer außerhalb eines Kampfes sein. Ja. Und da zählt irgendwie immer so ein Timer runter. Ich grüß dich. So, wo mach ich? Dann komm, ihr Decker, lass aufhören mit dem Scheiß, lass uns rüsten für einen Kampf, Mann. Warte mal, wo war jetzt, Ich hab's mir nicht markiert. Irgendwo hier ist das, oder? Da oben. Ich hab mir jetzt auch mal eine Spitzhacke geschnappt. Noch eine Bronzespitzhacke, die reicht ja zum Treppegraben. Und dann komme ich mal zu euch dann nach oben gehüpft. Hier hin! Robin! Was willst du? Du standst einfach mitten im Portal und ich kam nicht rein. Achso, ja, weil ich gerade am Teleportieren war. So, wir rüsten uns jetzt erstmal. So, ich höre schon wieder ein paar Drachen da draußen. Reparatze, haben wir? Ja, ach, und also Kohle. Micha hat schon angefangen, die Treppe zu basteln. Aber wo waren jetzt Pfeile? Ich will ihm gleich helfen, sobald ich hier einen Golem, einen Wolf und einen Drachen erledigt habe. Was war für die Mutti, waren Giftpfeile, ne? Robin, eigentlich? Wir haben Giftbögen. Also ich glaube nicht, dass die Giftpfeile unbedingt Sinn machen. Ich würde da lieber auf Obsidian und Feuer setzen, dass wir mehrere Effekte gleichzeitig stacken. Wo hast du denn Obsi? Obsi-Pfeile? Links in der Kiste bei Kampfpfeile unten. Ah. Hast du die Schelle kassiert hier? Wow. Kommst du jetzt mal her hier? Achso, ich habe noch nicht mal die Ingame-Tode eingeblendet. Mache ich gleich noch, wenn ich hier überlebe. Falls ich hier überlebe. Oh, das haben wir. So, Leute, wie gesagt, heute steht 4-mal die Drachenmutter drauf auf einmal. Das wird lustig. Wolf, Schlange, Zwiebeln, was? Achso. Ach ja, das aufheben. Muss ich auch noch wechseln. Schlange bitte aufheben bis zum Bosskampf. Ja, ja, ganz ruhig bleiben. Regen Sie sich nicht auf. Nee, nicht. War ja nur als Info gedacht. Ich hab doch nur Spaß gemacht, Michi. Ja, ja. Ich... Du weißt, von Michi kennt keinen Spaß. Nee.
immer todernst, der Junge. Abdrücken oder daneben ziehen. Schießen, schaufeln, Schnauze halten. Wo sind denn die Wolfsspieße? Ah, hier. Da wo Wolfsspieß draufsteht. Ja, ich hab grad ganz intuitiv einfach mal in die Kiste gegriffen. Sehr gut. Alles klar. Ja. Koch, dann schlaf gut. Und vielen Dank fürs wenigstens mal kurz vorbeischauen. Fenrir? Ja? Ich würde dann gerne noch ein Schwert bei dir bestellen aus Eisen. Ein Eisenschwert? Ja. Er holt gerade Eisen, deswegen. Nee, ach so. Ich lade gerade Michi hinterher. Dann kann er dir kein Eisenschwert schmieden. Ich habe kein Eisen hier. ich reiche das schon mal als Bestellung ein, weil Die Bestellung, weil er merkt sich das nicht bis morgen. Ich schreibe da rein. Ich hole nämlich morgen. Ich würde sonst morgen offscreen anfangen, das Eisen rüber zu fahren. Alles klar. Alles Tor, klar. Grüß dich! Könnt ihr das vergessen, ey. Mera, machst du bitte mal für den Tor einen Shoutout? Oder Esperanza, wer auch immer gerade im Chat aktiv ist. Aber was haben wir denn jetzt? Wir brauchen noch Ausdauertränke, brauche ich noch. Was, Alter, es ist so dunkel hier. Was ist denn hier los? Sonnenuntergang. Nein, ich meine, warum ist hier kein Licht mehr? Sind die Fackeln ausgegangen? Ich habe noch eine Höhle gefunden. So, Gift brauchen wir eigentlich nicht bei der Mutti, ne? Eigentlich nicht. Wir haben ja den Giftbogen. Nein, ich meine Gifttränke. Ach so, nee, brauchen wir nicht. Boah, so, ich kriege eine Tour falsch an heute. Was ist denn da los? Bin der tot? Hä? Ach so. Was hat denn der Tor zuletzt gespielt? Achilles, stimmt, das habe ich noch mitbekommen, wie es angekündigt hast. Und dann konnte ich nicht mehr so oft im Lurk dabei sein. Wolltest du mal wieder umdrehen in die andere Richtung nach oben? Was ist denn der Michi, hä? Oha, Robin, ich bin immer noch unter eurer Rüstungsstufe. Ich habe das noch nicht gemacht. Ja stimmt, dann rüste mal auf, ne? Ich würde gerne umdrehen. Oder habe ich Bedrock? Ach, Mist. Weil das so steil hochgeht, dass ich... Das ist... Gar nicht wegnehmen kannst. Mach doch richtig. Eine Serpentine. Ach, machst du's schon, wo sind okay. meine Wolfsfälle? In der Kiste, wo sie hingehören, im Lager. Oh, Alter, aber doch nicht, wenn ich hier schmiede. Doch. Ich muss auch ständig von A nach B latschen, um Pfeile herzustellen. Also kannst du auch nicht für vieles Mal bewegen. Leck mir am Arsch. Henry, ja? So, ich hab ja noch nicht alles rausgeräumt, ne? Ich war es am Überlegen, ob ich alle Kisten leer fege. Das hier. Nee. Nicht tun. Sag so, mal, kann man irgendwie mal unten rechts das UI ausblenden? Geht das zufällig? Wisst ihr das? Ich war nicht das kann man ausblenden, ja. Silber da hinten rechts. Nee, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Tut mir leid. Das funktioniert nicht. Ihr seid was für eine Rüstungsstufe, Leute? 3, ne? Jo. 3. Gut. So, bin dann jetzt auch bei euch. Ich hab noch gar keinen Drachenhelm, sehe ich gerade. Ja, hab ich auch noch nicht. Habt ihr nicht letztens jeder einen Helm gekriegt? Nein, ich hab nur einen alten Helm. Da fehlt uns das Material. Ja, da hat's Material gefehlt, klar. Okay, hello. Genug Trophäen haben wir jetzt aber wieder. Sieht doch gut aus, Michi, kommst doch vorwärts. Die Wolfsfälle hatten gefehlt. Genau. Die Fälle hat man braucht für den okay. Ach ja, als Fütterung. Right. Bist auch schon fast oben, Michi. Ja. Sobald du wieder Ausdauer hast, wir können noch tauschen, wenn du willst. Ich hab eine Spitzhacke bei. Ich bin ja blöde. Huch. Also irgendwie sieht die Vorschau in OBS bei mir total hakelig und ruckelig aus. Lieber Chat, läuft der Stream flüssig bei euch oder ruckelt es? Also nicht Ring of Doom ruckeln, sondern ist es laggy. So, irgendwas ist mit OBS kaputt. Ja, definitiv. Ich habe auch schon wieder 5 übersprungene und 200 ausgelassene. Mhm.
Läuft flüssig, ruckelt manchmal ein bisschen. Bei mir läuft's flüssig. Okay. Also gerade im Kampf, sagt Thor. Okay. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe jetzt seit dem Update habe ich irgendwie fast permanente 100% Auslastung im Spiel. Von meiner Grafikkarte. Und ich habe eine 3060, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ich komme in diesem Lager nicht klar, Alter. Es sieht einfach alles gleich aus. Lies die Schilder, das kann helfen. Ja. Matthias, ne, böser Finger? Bold, Alter. Dann verspreche ich dir, Fenrir, du wirst dich mehr als Lager für das andere Community-Projekt nie auskennen. Ich hatte gerade einen nervösen Zeigefinger. Entschuldigung. Okay.